Na, so geht es nicht. Du wäre wahnsinnig. Peter. Was machen wir jetzt? Gehst du noch mal rein und fragst das? Okay. Ob man jetzt gleich, wie das war? Ob jetzt noch die Untersuchungen sind und dann nachheimgehen oder gleich? Hm. Entschuldigung, soll ich jetzt zum Orthopäden gehen oder nach Hause? Das habe ich nicht verstanden. Ja, was hat denn die Frau Doktor gesagt? Das waren jetzt Sie nicht? Nein, die Frau Doktor war drinnen. Ich bin die Schwester. Die sind die Schwester von der Frau Doktor? Schon überhaupt nicht ähnlich. Ich bin... Auch viel jünger auch. Nein, ich bin eine Krankenschwester. Oje, was haben Sie denn? Ich habe gar nichts, ich bin eine Krankenschwester. Das ist bitter, wenn man krank ist und dann auch noch ganz besitzlos. Ja, wenn Sie das wissen müssen, dann fragen Sie bitte bei der Information. Da ist eine Kollegin von mir, die kann Ihnen das dann genau sagen, weil die hat den Akt auch jetzt schon bekommen. Danke. Können Sie die Tür zumachen, bitte? Die dürfen nach den Sachen malen. Cool. Okay, auf. Der hat noch einen Hamur. Wir sollen ihn abholen, hat's gesagt. Ja, ich hab's eh gehört, der hat noch einen Hamur. Geht's da besser, bitte? Aua, Bauchweh. Okay, was kann denn das sein? Ich studiere die ganze Zeit die Würsteln, was der war. Ob es das sehen war, dass ihr es. Das war alte Dumm, aber noch nicht so lang. Da dürfte beim Senf nichts sein. Ich glaube, dass ich eine Magenverstimmung habe, ehrlich gesagt. Meinst du, dass das. Ja, aber was hat denn sie gesagt eigentlich zu dir, die Ärztin? Wir sollen zur Ärztin schauen. Ja, aber vorher was. Dass sie die Schwester ist. Nein, aber die, was die untersucht hat, was hat die gesagt, was gibt es für Möglichkeiten? Das Gängige ist nicht, hat sie gesagt. Das Gängige ist nicht, ja genau. Naja, dann gehen wir vorher wieder zu der Leitstelle oder was. Das ist da ein Affenzirkus, da hörst. Wenn du nicht krank bist, wirst krank bei den Noren da. Jetzt was? Jetzt wollen wir es da wieder ausstellen, nur zum Fragen, wo wir hinkehren? Aber du sitzt dich her so. Sitzt dich wieder in deinen Rollstuhl. Heißt das Leitstelle eigentlich mit den Leuten oder wenn man da läuten muss? Weiß ich nicht. Das ist ja Leit von. Weiß ich nicht, was die Leitung ist wahrscheinlich. Peter Grawek, bitte bei der Leitstelle melden. Wer? Peter Grawek. Na gut. Da gibt's jemanden, der so heißt wie ich. Na gehen wir vierer, weil dann stellen wir uns nicht, wenn die uns anrufen. Ja, bitte, bin die Mutter. Von Peter Grawek. Ja, Sie müssen auf die interne und auf die Orthopädie. Wissen Sie, wo das ist? Na, jetzt oder wann? Jetzt. Na, weiß ich nicht, wo jetzt das ist. Mal. Die Orthopädie ist im grünen Block. Ja. Vierten Stock. So sind wir durchgekommen vorher. Grüner Block, vierter Stock. Sie gehen einfach den Gang zurück, kommen Sie bei der HNO vorbei. Ja. Biegen rechts ab. Dann kommen Sie in den grünen Block. Dann kommt so ein Platz, fahren Sie mit dem Lift rauf, vierten Stock. Vierter Stock. Und wenn Sie rauskommen, ist beschildert, Aufnahme, Orthopädie. Dort müssen Sie hin. Und die wissen das dann dort, dass wir kommen, natürlich, sind die verständlich? Natürlich, jetzt gehen Sie zur Aufnahme und dann machen Sie dort die Untersuchung und nach der Orthopädie gehen Sie dann weiter zur internen. Das sagen Ihnen dann die Kollegen. Das muss ich gar nichts erklären. Die wissen jetzt, was zu machen ist. Die wissen Bescheid, ja, die wissen, was zu machen ist. Aber Überweisung oder sowas kriege ich dann nimmer. Oh ja, das ist der Zettel da. Ach so, der Zettel ist das. Na gut. Und da sind wir jetzt fertig somit. Da sind Sie fertig. Gut. Fahren wir weiter. Wie geht's dir denn, Peter? Am Bauchweh halt. Ah, immer das Bauchweh, gell? Naja, wegen dem sind wir da. Aber schau jetzt, fahren wir auf in die Orthopädie. Die schauen dann, ob das irgendwas Orthopädisches ist. Wenn nicht, haben wir wieder eins angehockt, ne? Und kann's. Ah, können Sie nicht ein bisschen aufpassen mit Ihnen Rollstuhl da? Das gibt's ja letztens, die fahren wir da über die Haxen. Entschuldigung, ich hab gar ich nicht gesagt, Entschuldigung nicht. Daher. Nein, es tut mir wirklich leid, ich war ganz in Gedanken. Bumsen. Na, Ernst, das brauchen Sie da nicht gleich. Ich hab eh schon Entschuldigung gesagt. Ja. Ärgerlich sowas. Alter Trottel. Koffer. Na, meine Herren, der macht ein Theater. In seine schieren Fies schaut er das aus, das ging, was der für Zeichen gehabt hat. Die ganz so verholzte. Bah! Bäh. Sollt ihr lieber
Schuhe anziehen, wenn ich solche Zeichen habe. Schuhe. Der könnte. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich führen sie ihn zur Amputation, den alten Knochen. Er ist so, so grauslich erst. So schiefe Füße habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gesehen. Manche Leute waschen sich nicht. Ja, wahrscheinlich ist er nur ein bisschen träge weggefahren beim Dagegenfahren, der soll sich nicht aufführen. Wenn er Schweine findet. Nein, das war's. Heißt, das ist ja, was für ein Aufzug. Heißt, das sind ja 15 Aufzüge, was nehmen wir da jetzt? Was ist jetzt einer für der, was einer ist jetzt der Richtige? Wo müsst ihr denn hin? Im vierten. Im vierten? Auf die Orthopädie? Ja, Orthopädie. Können Sie bei mir mitfahren, die Wurst gleich daneben. Aber mein Radl? Mein Bruder ist im Rollstuhl, wir müssen den Aufzug nehmen. Ja, naja, ey, ich fahre ja auch mit dem Aufzug. Ach so. Sind Sie vom gut, Haus, oder? Da. Nein, also vom Haus, ich bin ein Patient. Ich hab so ein starkes Sodbrenner, wissen Sie? Oje, das oje, ist so da, stark. Da haben wir heute schon einen kennengelernt. Ja, naja, das geht jetzt um. So, im vierten haben sie gesagt, müssen sie. Im vierten, ja. Geh weg, warte, ich fliege weg. Ernst? Ernst? Das kommt eh nichts mehr raus, es ist nur mehr Galle. Ich sehe, es ist nur noch Galle. Jetzt sind wir den vierten Stock, geh auf. Na, endlich, außer. Tut mir leid, ja. Das darfst du nicht wahr sein, was passiert uns da? Nein, mit Beil. Oh, hast du das gesehen? Das war ja mehr grün als alles andere, die Gallen. Na, hörst mich raus von meiner eigenen Speibe. Geschweige denn von irgendwer anderer. Na, das ist ein harter Tag. Hörst, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Mir tut sitzen, mir in die Kanzelhaut. Das darf doch nicht wahr sein zum zweiten Mal. Wie geht's dir, Peter? Bauchweh. Naja, Bauchweh, gell? Und zuerst, da halt ich mein größtes. Was der Hals tut dir jetzt auch weh? Da geh auf. Also, wenn ich eine Grippe kriege, so. Es ist. Es nein, das so ein. Erst, wir kommen da her, Spital wegen Bauchweh, die schicken uns in die Orthopädie nach einer Mordstrom-Untersuchung. Das kann's ja gar nicht sein. Und jetzt hast du da irgendeinen Infekt auch noch geholt. Heißt, wo ist da wieder die, wo müssen wir da wieder hin, Orthopädie, hierher? Wo ist die Leitstelle, da wie das Schmarrn heißt? Siehst du da irgendwo was? Mhm. Ah, Orthopädie, Professor Ralek, ja, schön, das, ach, dort steht Leitstelle. Komm dort, schieb die hin. So, na, schau, was da. Na, da sind wenigstens keine Leute. Guten Tag. Tag. Da ist das. Haben Sie Überweisung? Ja. Ja. Gut, wenn Sie Platz nehmen, bitte. Wie lange wird es denn dauern in etwa? Es geht schnell. Na, gut. Ich bin kein Aufgruf. Aha. Na, wenigstens was, Peter. Weißt du noch, wie wir auf Urlaub waren in Jugoslawien? Mit 7, das? Ja, ungefähr so wird es gewesen sein. Das war schön damals, ne? Kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Da kannst du dich nicht mehr erinnern? Kein. Kannst du dich erinnern, wie der mich geschickt hat mit die Wiki-Kinderurlaub? Wie es dir nicht gefallen hat, wie du die ganze Woche gerät hast im Murau? Weil du nicht Skifahren willst mit den fremden Kindern? Na, wer war ich da? Achte. Ah, oh, na doch nicht, kann ich mich nicht erinnern. Naja, ist eh besser, das war nicht schön. Ich kann mich noch erinnern. Aber der Papa hat dann gemeint, nein, wir holen die nicht, weil. Grabe Kabine 7, bitte. Ja? Hallo? Hast du es gehört? Kabine 7, aber was? Nein, ist eh kein anderer Tag, gehen wir hin. Hat er mich klopfen. Jetzt in Grabeck sind wir aufgerufen worden. Avex? Ja. Ja, bitte. Ah ja. Sind das Sie? Ich bin die Mutter. Ich bin der Mutter. Ja, wenn Peter. Sie bitte draußen warten. Nein, ich würde gern, geht das, dass ich herinnen bleib? Ich weiß nicht, wenn es dem Herrn Sohn wichtig ist. Ja, aber prinzipiell machen nur Röntgen. Also. Ja, trotzdem lässig, oder?
Ja, aber dann warten Sie bitte hier in der Kabine. Ja. Gut, Sie machen sich bitte frei. Bauch? Nein, nicht nur den Bauch, auch die Hose bitte ausziehen. Müssen die Eier auch röntgen? Nein, die Leiste tun wir röntgen. Was, welche Leiste? Ihre Leiste. Hüftknochen. Ach so, ja. Knochen. Die können sich schon ausziehen. Alles? Ja, außer die Unterhose und die Socken. Ah, Unterhose schon anlassen. Unterhose anlassen, Socken auch anlassen. Wo kann ich denn die Schuhe hin tun? Die können uns da Sachen hier aufhängen, Schuhe am Boden stellen. Danach kann man dann nachher wieder helfen beim Anziehen wieder? Ja, ihre Mutter kann ihnen dann helfen. Weil so, kommen wir weiter. Weil ich muss aufmachen, die Schuhe. Ja. Die Schnur, damit ich es rauskriege und danach wieder binden, ist halt schwierig. Ja. Hilft ihnen die Mutter sicher. Mhm. So. Na bitte, kommen Sie weiter. So, wenn Sie sich jetzt da ganz normal hinstellen und ruhig stehen bleiben. Entschuldigung? Ja? Darf ich ihm helfen beim Hinlegen? Nein, er steht. Wir brauchen ihn stehend, weil wir die Belastung vom Knochen sehen müssen, wenn er steht. So. So, jetzt ruhig stehen. So, und fertig. Dankeschön. Jetzt noch die andere Seite. Das. Ja? Ja. Und Sie machen jetzt ein Röntgen. Ist es nicht mehr so, dass man da so eine Schürze kriegt? So eine Streuenschutzschürze? Ist das heutzutage nicht mehr? Oh ja. Er hat ja Schürze, die sehen Sie noch nicht. Ach so. Aha. So, und jetzt die andere Seite wieder. So. So, danke. Sie sind jetzt noch weiter auf die Ambulanz. Warte, Sie können sich wieder anziehen. Auf die Ambulanz, ich sage Ihnen, wo das ist. Was für Ambulanz jetzt? Interne. Ah, die interne Ambulanz. Genau. Und haben Sie schon was erkennen können? Ist was mit Wir müssen das erst ausarbeiten. Das ist bis morgen fertig. Und vom Gefühl her? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin Röntgenschwester. Ich weiß da nicht. Nein. Was macht Ihre Schwester? Wie bitte? Was macht Ihre Schwester? Nein, ich bin Röntgenschwester. Und Ihre Schwester? Ich habe gar keine Schwester, einen Bruder habe ich. Und was macht Ihr Bruder dann? Mein Bruder? Ja. Mein Bruder ist der macht das ist so ein Computerfachmann. Hat gar nichts mit Röntgen zu tun? Nein, gar nicht, nur ich. Ist das nicht gefährlich? Sie können sich schon anziehen. Wir sind schon fertig, Sie können sich anziehen wieder. Kommt keiner zum Helfen? Ich weiß nicht, Ihre Mutter hilft Ihnen vielleicht. Ich helfe da schon. Da hat sie immer die Schuhe. Und sonst ist das nicht gefährlich? Auf Dauer das immer mit den Röntgenstreuen? Nicht zu festbinden. Nein, die sind schon sehr gut. Der Röntgenschutz hat sich sehr verbessert in den letzten Jahren. Aber tun sie trotzdem im Rahmen machen, dass nicht immer nur in den Röntgenapparat bin. Ja, natürlich. So, ich sage Ihnen jetzt noch. Wenn man jetzt mal unabsichtlich da reinkommt mit sowas, ja, in den Röntgenapparat und da kommt man da bleiben ist, ja, kann man da nicht irgendwie so auf.